Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritiken. Es ist schon wieder Sonntag und damit gibt es heute wieder eine Verlosung, bei der richtig geile Sachen zu gewinnen sind. Ich zeig's euch mal, aber ihr seht's auf dem Bild hinter mir. Titel wie End of Watch, Ralf Reichts, Dread oder auch Freikarten und vieles mehr. Schon mal richtig cool. 6 zu 6 verschiedenen Titeln gibt es heute quasi hier. Filme für Oma abzustauben oder Freeticks fürs Kino und für alle, die neu dabei sind. Kurz zu den Regeln. Ich zeige euch gleich, was ihr gewinnen könnt und sage euch einen Kommentar zu den jeweiligen Titeln, das ihr in die Kommentare schreiben sollt und vollenden sollt, damit auch ihr ein wenig kreativ seid an der Stelle und könnt quasi bei 6 Filmtiteln insgesamt maximal 6 Kommentare schreiben. Also nicht zu einem Titel mehrere, weil das sonst Wettbewerbsverzerrung gegenüber all den anderen Teilnehmern wäre. Das Ganze könnt ihr in den nächsten 48 Stunden machen, bis kommenden Dienstag um 15 Uhr. Das genaue Datum steht auch nochmal in der Infobox, genauso wie nochmal alle Filmtitel dort aufgelistet sind. Und solange könnt ihr mitmachen und dann lose ich per random.org, per Zufallsverfahren aus, wer gewonnen hat. Und dann haltet ihr eine Direktnachricht von mir auf YouTube, in der steht: Herzlichen Glückwunsch, du hast bei der Verlosung gewonnen. Jetzt brauche ich deine Adresse. Ihr schickt mir eure Adresse und ich sende euch dann euren Gewinn zu. Für umsonst natürlich im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Wenn noch Fragen, Sorgen, Nöte sind, dann schreibt es in die Kommentare und fragt. Okay, fangen wir an. Nummer 1 sind Freikarten von Warner Bros. Gesponsert für der unglaubliche Burt Wonderstorm. Steve Carell, Steve Buscemi, James Gandolfini, Jim Carrey, der dort richtig cool ist, Michael Bulli Herbig in den Hauptrollen. 6 Freikarten. Da verlosen wir quasi 3x2 Freikarten, denn man geht ja nicht gerne alleine ins Kino und an der Verlosung teilzunehmen, schreibt in die Kommentare Robert, denn in der unglaubliche Burt Wonderstorm geht es um Magier. Wenn ich eine magische Kraft hätte, dann hätte ich jene und jene Kraft. Und warum? Da bin ich mal gespannt, welche Superheldenkraft ihr euch zulegen würdet. Schreibt in die Kommentare und warum genau diese. Das ist der unglaubliche Burt Wonderstorm. Als nächstes richtig cool, Ralf Reicht. Ich liebe Animationsfilme und es ist die Geschichte rund von einer Gaming-Figur, die keine Lust mehr hat, ein Computerspiel zu sein und ausbrechen will in einer Gaming-City. Und für alle Computer-Freaks, in Anführungszeichen Nerds, alle, die einfach nur gerne zocken, ich zocke auch total gerne, ein richtig klasse Film und auch für jedes Home-Entertainment-System letztendlich alles dabei. Wir haben hier eine 3D-Blu-Ray, wir haben eine Blu-Ray, wir haben eine DVD. Also wer auch immer was hat in die Richtung, kann quasi hier gewinnen. Schreibt in Klammern hinter euer Kommentar, was ihr wollt. Und zwar soll das Kommentar heißen: Robert, wenn ich eine Spielfigur wäre in irgendeinem bekannten Computerspiel oder so, dann schreibt ihr welche und warum ihr das wärt. Ist klar, zum Beispiel schreibt ihr rein, ich wäre gern Ryu von Street Fighter wegen Fuyuken, was auch immer in die Richtung nimmt. An der Verlosung für Ralf Reichts teil. Als nächstes End of Watch mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Die Geschichte rund zweier Cops im Found-Footage-Format gefilmt, die in L.A. ihren Dienst tun und dabei einen sehr brisanten Alltag haben. Habe ich so noch nie gesehen. Richtig gut gemacht, war spannend und im Kino hat es richtig Spaß gemacht, mir anzusehen. 2 DVDs, eine Blu-ray zu gewinnen, um dabei der Verlosung teilzunehmen. Schreibt ihr in die Kommentare: Robert, mein Lieblings-Jake Gyllenhaal-Film ist. Dann schreibt ihr, welcher euer Lieblingsfilm mit Jake Gyllenhaal ist und warum genau dieser. Dann, Freunde, als nächstes kommen, das ist halt so ein bisschen wie Fließband, aber es sind einfach richtig gute Titel. Als nächstes Dread, den habe ich mir in 3D im deutschen Kino angesehen. Ich weiß, das ist also das Stallone Remake und viele fanden den Film richtig gut, ich fand ihn nicht so gut. Halt ein Remake, in dem Judge Dread zusammen mit einer Assistentin in Mega City unterwegs ist und dann gegen eine Drogenbaronin, einer Droge namens Slow-Mo ankämpft. Das Ganze halt sehr brachial gemacht, Action zu CGI-lastig für meinen Geschmack und sehr auf Coolness getrimmt. Kann man machen. Ich kann mir vorstellen, dass der Film einige Fans hat. Und ja, was soll man ansonsten an der Stelle sagen? Nicht so wild. Wer daran teilnehmen will an diesem Film, schreibt einfach in die Kommentare, welcher Film euer Lieblingsremake ist. Da Dread ein Remake ist von einem Sylvester Stallone-Film, schreibt ihr meinetwegen, ich finde das Remake von besser als das Original. In die Richtung und dann warum? Schon ein bisschen komplizierter, ne? Da muss man mal kurz nachdenken an der Stelle. Als nächstes, Freunde, gibt es dann noch, ich schmeiß alles für umsonst raus, bin Ramschkönig, König wie so eine Call-In-Sendung. Noobs. 3 Blu-rays zu Noobs. Ein Film, zu dem die Kritik erst kommende Woche kommt. Zu einem anderen Film übrigens, über den ich hier rede, könnt ihr euch über meine Kritiken gerne auf dem Kanal klicken oder per Suchfunktion suchen. Habe ich zu allen schon gemacht. Außer zu Noobs. Die Geschichte rund um einiger junger Gamer, die in einem Clan sind und zu einem Spiel eine Meisterschaft gewinnen wollen, aber dabei über viele Probleme stürzen. Das Ganze komödiantisch verpackt und vor allem für Zocker das Wahre letztendlich. Und ja, soll ganz lustig sein. Habe ich auch nicht gesehen. Meine Kritik, wie gesagt, kommende Woche dazu. Um daran teilzunehmen und eine Blu-ray dieser 3 zu gewinnen,
schreibt in die Kommentare. Ein Kommentar, es beginnt mit Robert, mein Lieblingsspiel ist. Dann schreibt ihr, was euer Lieblingsgame ist und warum, denn ich bin tatsächlich mal wieder auf der Suche nach einem richtig coolen Spiel oder richtig coolen Browser-Game. Wer also Bock hat, kann mir da sowieso Tipps geben und ich lese mir die Kommentare auf jeden Fall durch. Und als allerletztes eine Blu-ray zu Ruby Sparks, meine fabelhafte Freundin. Ja, korrekt. Der Film ist viel lustiger, als ich dachte. Habe ich in der Sneak Preview gesehen, die Geschichte von einem Autor, der sich seine Freundin schreibt und kaum glauben kann, dass das möglich ist und ihr einfach irgendwelche Eigenschaften auf den Leib schreiben kann als Autor. Und das Ganze ist irgendwie so eine verdrehte Komödie mit Antonio Banderas und vielen bekannten Gesichtern und richtig witzig. Und um für diese eine Blu-ray teilzunehmen, schreibt in die Kommentare, Robert, wenn ich bei Männern, also alle Frauen schreiben, wenn ich bei Männern generell eine Eigenschaft verändern könnte, oder die Männer schreiben, Robert, wenn ich bei Frauen eine Eigenschaft verändern könnte, welche wäre das? Schreibt das einfach gerne in die Kommentare. So, Riesenverlosung, Riesensonntag, schreibt fleißig. In der Vergangenheit oder zumindest von der Gewohnheit her nehmen jetzt bei so vielen Titeln richtig viele Leute teil. Wenn es nicht klappen sollte mit dem Gewinn, seid nicht traurig, die nächste Verlosung kommt ganz bestimmt. Ansonsten, Freunde, war's das von mir für jetzt, für heute, für Sonntag. Es kommt nachher eventuell noch eine Kritik online, könnt ihr auch nochmal vorbeischauen. Ansonsten, wer jetzt noch ein bisschen rumsurfen will, schaut sich hier meine letzte Kritik an zu Mama, einem Psychothriller, der nächste Woche in den deutschen Kinos startet, oder zu Oblivion, Tom Cruise, letzten Mainstream-Kracher im Science-Fiction-Genre, der mich echt überrascht hat, meine Kritik, dazu könnt ihr euch quasi hier klicken. Hier unten gibt es ein bisschen Social Media für alle, die bei DVD-Kritik, Facebook und Twitter vorbeischauen wollen, und wer abonnieren will, tut das halt hier oder kann bei meinem Zweitkanal vorbeischauen. Wer das nicht möchte, verstehe ich auch, bei täglich ein bis zwei Videos, die ich hochlade auf DVD-Kritik, will man ja auch nicht zugespammt werden, aber ich will versuchen, einen möglichst guten Überblick über alle Filme zu liefern. Ansonsten, Freunde, wünsche ich euch einen tollen Sonntagabend, einen guten Start in die kommende Woche. Wer heute nicht mehr reinschaut, morgen um 15 Uhr. Oh, ich habe hier so ein Dings hier oben. Morgen um 15 Uhr spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.